Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu RimWorld, meine lieben Freunde. An meiner Seite sind natürlich wieder alle. Alle sind sie da. Consti Dog, Oppi Dan, Kuro, Kesso, Zam. Das ist wirklich wie ein Rap. alle sind sie da und an meiner Seite und heißen euch natürlich ebenso herzlich willkommen, wie ich das tue. In der letzten Woche ist leider RimWorld komplett ausgefallen. Das lag am besagten Stromausfall und dieser Reparatur in der Scheune. Der Router ging deswegen nicht und deswegen konnte ich schlichtweg und ergreifend nichts uploaden. Und dann habe ich es halt auch nicht, es ging dann wieder schneller als erwartet, hatte aber dann nicht mehr aufgenommen, weil ich dachte, es wird sowieso nichts und deswegen, ist es eine Woche ausgefallen. Aber wir haben es alle überlebt. Es geht wieder weiter hier mit RimWorld. Leute, ihr habt mir so viel unter die letzten 4 Videos geschrieben. Ich habe nicht mehr alles auf dem Schirm. Wir machen natürlich die Penox-Richtlinie, ja? Das wollte ich ja für die Ärzte machen. Das können wir uns ja nochmal... Habe ich das nicht schon gemacht? Ich dachte, ich hätte das gemacht. Hier. Doc hat Penox und Dan hat Penox. Das ist doch die Richtlinie. Habe ich die richtig eingestellt? Dazu habt ihr jetzt nichts geschrieben, glaube ich. Aber ich denke schon, ich kann die nochmal anklicken, nee, da, ändern, Richtlinien verwalten. Was ist die Wählerichtlinie? Penox. Also, da ist einfach nur Penoxylin geplant. Alle 5 Tage, nur wenn Stimmung, nein, alle im Inventar, alles klar. Also eigentlich sollten die alle 5 Tage Penox zu sich nehmen. Sowohl Doc als auch Dan, unsere beiden besten Ärzte. Müssen wir mal gucken, ob die das auch machen. Da, ganzer Körper Penox hat er gemacht, hat sie auch gemacht und die anderen nicht. Perfekt, die Richtlinie klappt doch. Das heißt nämlich, Doc und Dan werden jeweils jetzt nicht krank, zumindest nicht so krank, dass eine Immunität erforderlich ist, glaube ich. Halt, irgendwelche Krankheiten werden sie nicht kriegen, so, machen wir es einfach. Dann, weiterhin, großes Problem war natürlich die Diskussion putzen oder tragen. Ja, da können wir jetzt einfach mal gucken, dass wir eine weitere, die unsere Trageleute hier, die Timberwölfe, die haben ja jetzt das Heimatgebiet. Wir könnten ja noch ein neues Gebiet erstellen und denen das geben. Das können wir dann ein bisschen mehr austüfteln, würde ich sagen. Gebiete verwalten, neues Gebiet umbenennen. Das nennen wir dann Wölfe. Das ist das Wölfegebiet. Und in dem können die dann auch tragen. Das heißt, da müssen die Lager müssen drin sein und eben die, die Trage, wo etwas ist. Ja, all sowas. Müssen wir mal gucken. So, das haben wir jetzt. Wir haben jetzt das Wölfegebiet. Das müssen wir natürlich jetzt erstmal anlegen. Zone, Lagerzone, Abfallzone, zu Heimatgebiet, Gebiet, Arbeitsgebiet, Wölfe. So. Und zwar, die Wölfe sollen natürlich hier in ihre Körbchen, aber die müssen nicht durch den ganzen Raum hier latschen, oder? Die müssen eigentlich hier fällt ja auch nichts an, was sie tragen sollten. Das heißt, die müssen eigentlich hier nicht durch den Raum. Die sollten vielleicht nicht unbedingt durch die Küche laufen. Ist das richtig? Scheiße. Wie mache ich das nochmal? Arbeitsgebiet, das hier irgendwie. So, die müssen nicht unbedingt durch die Küche latschen. Das heißt, sie können hierher latschen. So, dann ist es natürlich die Frage, lassen wir die weiterhin in die Speisekammer? Ja, weil, ganz einfach weil, die werden nicht mit Heu glücklich sein. So ist es nun mal. Warte mal, das hier nehmen wir auch mit rein. Da fallen bestimmt immer mal wieder Sachen mit an, die vielleicht abtransportiert werden sollen. So, das nehmen wir mit. Das ganze Schlafquartier nehmen wir raus. Das ganze Schlafquartier nehmen wir raus. So. Hier gehen die raus. Die müssen nicht durch die Kühlkammer latschen. Die gehen hier raus und gehen dann hier in die Kühlkammer rein. Also die Kühlkammer können sie wegen mir benutzen. So. Wir könnten natürlich auch Trockenfutter für die herstellen. Wäre vielleicht gar nicht so unsinnvoll, oder? Mögen die, warte mal, mögen die Trockenfutter? Ich weiß es nicht. Info. Produziert Trockenfutter aus Fleisch und pflanzlichen Zutaten für deine Tiere. Sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Wir produzieren mal Trockenfutter jetzt. So, pass mal auf, da machen wir jetzt Trockenfutter. Machen wir jetzt einfach mal. Produzieren wir jetzt einfach mal ein bisschen. Ich hoffe, das macht dann jemand. So, dann gucken wir uns nochmal die Zone an. Verkleinern. Wir machen das hier doch wieder weg. Dass sie noch nicht ins Kühlhaus gehen. So.
Und dann gehen die hier rein. Hier drin wird das Trockenfutter gelagert. Dann gehen die da rein. So. Okay, dann aber erweitern. Hier draußen dürfen sie überall rumlatschen. Das ist vollkommen egal. Hier gibt es auch einiges dann immer abzutransportieren. Vor allen Dingen, ach nee, die müssen doch hier rein. Sei denn, ich mache 2 Lagerhäuser. Warte mal. Ich könnte 2 Kühlräume machen. Das eine bringt die ganzen Feldsachen hier rein ins in das Lager. Ich weiß es nicht. Ich will halt ungern, dass sie meine üppigen Mahlzeiten essen. Das heißt, ich könnte doch auch einfach, den Rest können sie ja essen wegen mir, aber ich könnte doch auch einfach, warte, wir machen das jetzt erstmal hier durch. So, hier können sie überall hin. Raus müssen sie nicht. So, hier dürfen sie hin. So, das war's. Mehr brauchen die eigentlich nicht. Hier das, oh, verdammt. Hier das kann eigentlich, oh, verdammt. Hier das kann eigentlich auch wieder weg. Hier raus müssen sie nicht. So, wir können hier schön drin bleiben. So. Okay. So, das sieht doch einigermaßen gut aus. So, dann können wir jetzt sagen, dass wir machen jetzt eine Unterteilung. Das müssen wir nur clever anstellen jetzt. Hier können die natürlich auch noch lang. So, hier können die natürlich auch noch lang. Wir machen jetzt eine Unterteilung. Und zwar könnten wir hier, wenn die sich, dann müssen die auch nicht hier immer durch. Aber dann müssen die hier immer durch. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen hier Folgendes. Wir machen abbauen. Das müssen wir abreißen. Hier, das reißen wir ab. Und das hier bauen wir ab. Das reißen wir ab, das bauen wir ab. Und dann machen wir hier das Essenslager rein, wo halt die Hunde nicht rein können. Boah, perfekter Plan. Ich finde einfach genial. So, angefragte Karawane. Bei einer speziellen Handelsanfrage. Sie brauchen dringend Kurzbögen. 42. What? Und dafür kriegen wir Luciferium. Ach Leute, ihr könnt mich mal mit euren scheiß Drogen. Außerdem kann ich keine Kurzbögen herstellen. Wisst ihr nicht wie? An der Nähmaschine vielleicht? Ich weiß es nicht. So, eine neue Nacht bricht jetzt erstmal rein. So, Oppi und Konsti müssen sich dann darum mal kümmern. Am nächsten Tag. Und wurde jetzt schon Trockenfutter hergestellt? Wird das hier gelagert? Trockenfutter wird hier gelagert. Okay. Haben die aber noch nicht hergestellt, ne? Hier soll ich Trockenfutter nämlich verbieten. Sie es gar nicht erst hier reinbringen. Trockenfutter ist auch verboten. Gut. Aber ich weiß gar nicht, wann die das mal herstellen. Hier könnte auch noch ein Stuhl hin. Hier an die Schlachtbank. Weiß da nicht, wer im Sitzen irgendwas häutet und schlachtet, aber okay. Es sei mal dahingestellt. Was macht Oppi hier? Ah, der holt hier den. Der baut hier noch den Stahl ab, genau. Deswegen, der ist erstmal damit noch beschäftigt. Alles klar, das ist in Ordnung. Da unten sind wieder 9 Maffel los. In der Theorie könnte man die holen. Wie sieht's denn überhaupt aus? Essenstechnisch. 130 üppige Mahlzeiten. Wie viel können da auf einen 10, ne? Hier, weiß ich noch nicht, ob ich da Wände hinmache noch. Eigentlich unnütz, ne? Ich weiß auch nicht, ob es jetzt so sinnvoll ist, das hier hinzumachen. Aber ich habe gerade keinen anderen Platz dafür, tatsächlich. Es ist halt nah an der Küche und es ist nah an dem Raum. Das macht irgendwie Sinn. Ach, guck mal, wie doch aussieht. Ach so, warte mal, das wollte ich auch noch mal gerade gucken. Die Outfits.
Was haben die denn? Die haben alles. Und zwar ab normal bis legendär. Aber Trefferpunkte habe ich doch eingestellt. Sollen jetzt gut bis legendär anziehen. Plattenrüstung, schutzlose Schutzjacke haben sie erstmal nicht. Sollte doch eigentlich so funktionieren. Die müssten sich doch neues... Warum holt sich Cass kein neues... Jacke. Kein neues Jacke. Jetzt müsste er sich eigentlich neues Jacke holen, weil dieser 50% und 51% ist meine Regelung. Eigentlich müsste er sich bald eine neue Jacke holen. Eins neue Jacke. Müssen wir mal gucken. Hier wird auf jeden Fall weiterhin eingeschmolzen, dann ist das Lager hier bald leer. Wie krass ist das denn? Das ist geil. Ich habe die Wölfe noch nicht auf ihre neue Zone gelegt. Das ist in Ordnung. Das werden sie dann bald. Und Konsti soll jetzt mal gerade das da abreißen, bitte. Ah, Konstanze macht das schon. Sehr gut. Und dann brauchen wir noch mal jemanden, der hier sauber macht. Es ist so, dass es doch relativ dreckig ist. Das macht jetzt mal die Kuro. So. Und wir sind sauber machen hier. Was ist das denn jetzt für ein Helm? Das ist deine Mütze. Ist die kaputt oder was? Sie sehe ich jetzt gerade nicht. Aber sie legt sie jetzt hier ab. Und die hat... Warum hat sie die ausgezogen? Hat sie das neue genommen? Warum? Ah, ich glaube, weil die Richtlinie, das hier ist, die ist nur normal, ne? Und ich habe gesagt, die sollen gute Sachen anziehen. Naja, gut, dann ist das jetzt so. Was liegt hier? Jajo. Das sind irgendwelche Drogen auch wieder. Vielleicht sollte ich mal so ein Drogen... Warum sind hier... Warum ist hier denn einfaches Leder jetzt? Was soll doch hier hin? Was ist hier die Priorität wichtig? Hier ist sie normal. Mach die auch mal gerade auf wichtig und die hier auf Vorzug. Dann müsste das Leder da eigentlich weggetragen werden. Kuro, machst du sauber? Wo ist Kuro? Kuro. Was macht sie? Sie holt jetzt erstmal Zeug. Das hier muss noch alles abtransportiert werden. Na gut. Cass hat auch ihren Hut aufgezogen. Ziehen gerade alle ihre Hüte aus. Guck mal, was Doc... Hat die schon immer die Frisur gehabt, Leute? Was ist denn da los? Krasse Haare. Ziehen gerade alle ihre Hüte aus. Müssen mal bald neue Hüte machen. Und ihre Jacken. Sie tauschen gerade einfach alles aus. Meine Nacktheit. Leute. Hier liegt doch hoffentlich noch genug Zeug rum. Ja, jetzt... Cass ist noch nackt. Jetzt nicht mehr, okay. Sie haben sich neue Sachen... Was macht er denn jetzt mit meinem Geld? Er legt jetzt das Geld hier hin. Oh nein. Hier sind doch nur Textilien erlaubt. Ach du je, jetzt transportieren die hier alles Scheiß rüber. Moment! Fuck. Ganzen Masse, nein. Steinblöcke, nein. Gold, nein. Gegenstände, nein. Hier ist nur... Nein. Drogen, nein. Textilien. Leder, ja. So, Teufelsgarn, Syngarn, Stoff, Nanofaser. Ja, Faultierwolle. Das alles erlaubt, hergestellt, gar nichts. Verdammt! Textilien, ja. Was ist denn hier los? Wieso ist Stahl denn hier? Stahl. Ist denn Stahl? Das ist doch hier bei Rohstoffe. Das habe ich jetzt weggemacht. Alles klar. Wird jetzt wieder wegtransportiert, hoffe ich. Klarstahl, Silber, all das ganze Gelöt weg. Weg. Ach, die ist schon am Jagen hier, die Sam. Die holt die schon hier alle. Ach, die hatte ich schon in Auftrag gegeben, dass sie... Alter, hier ist ja noch eine Riesenherde. Das ist natürlich gut. Oppi ist schon wieder mit der Feldarbeit jetzt leider beschäftigt. Das heißt, hier, das ist erstmal ad acta. Aber Feldarbeit geht jetzt auch erstmal vor. Das ist jetzt nicht so wichtig. Noch können die Hunde hier im Lager rumkackeln. Ja, und das hier wird... Ich weiß jetzt nicht. Wir wollten ja auch das hier umstrukturieren, ne? Das wird natürlich jetzt spannend.
Also die Werkbank, der Labortisch samt dem Zeug hier, der muss da stehen bleiben. Den können wir nicht umbauen. Der bleibt da auf jeden Fall stehen. Der Rest, der kann gleich mal, den stellen wir auf den Gang. Ja, und dann strukturieren wir hier den Raum um. Das ist jetzt mein Plan. Wie kriege ich die Dinger hier weg? Das ist immer noch die Frage, Leute. Abreißen. So? Einfach geht das? Das hätte ich jetzt nicht gedacht, tatsächlich. Scheiße, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Kann man so einfach abreißen? Ich hoffe es. Das wäre schön. Sam ist schon wieder auf der Jagd. Ich guck mal gerade, Wildtiere. Riesenfaultier greift aber nicht von sich aus an. Ist kein richtiges Wildtier in dem Sinne. Das heißt, hier ist alles sicher soweit. Das heißt, die können wir auch alle noch jagen. Die Hunde helfen jetzt hier schön, den Reis mit reinzutragen. Das ist schon mal nicht schlecht. Kuro ist halt momentan... Warte mal. Kuro. War das mal auf 2. Die sollen mal jetzt sauber machen jetzt. Ich will jetzt hier sauber machen. Sauber machen! Kuro? Wo bist du? Hier. Mach mal erstmal das Krankenzimmer sauber jetzt. So. Oppi ist jetzt hier wieder beschäftigt. Hier einen rausgehauen. Eher jetzt erstmal... Hier drum dödelt. Ja, aber insgesamt läuft das ja hier schon ganz gut. Ne? Stahl ist wieder auf dem Vormarsch. Der Boomerlob wurde zahm. Ach du Scheiße. Fuck. Was machen wir denn mit der? Sam muss killen. Und zwar bevor die in mein Lager kommt, bitte. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Sam! Oh, du Depp! Komm hier ran jetzt. Geht ja jetzt einfach hier durch, oder? Ach, du Kacke. Wenn die jetzt hier explodiert, ist Kacke. Beeil dich, Sam. Oh, Mann, ey. So eine scheiß explodierende Kacke. Könnte jetzt ein Gebiet zuweisen, einfach hier, dann würde sie stehen bleiben, denke ich. Zack, direkt getroffen. Zack, direkt bewusstlos, sehr gut. Bam, alles klar. Gut. Das ist gut gegangen. Käs hier. Marquez. Trainiert 8 Klein-Heinz. Alles klar. So. Ist Kuro jetzt mal am Putzen dran oder was? Das Krankenzimmer ist auf jeden Fall wieder sauber. Schon mal gut. Die Gumalo verbrennt hier, ist mir scheißegal. Überhaupt, dass es hier brennt, ist mir vollkommen Latte. Das greift sowieso nicht in mein Lager über dank unserer wunderbaren Schneise. So, alle schlafen sie. Sehr gut. Bis auf Sam. Sie holt noch ein Machelo und legt sich dann erst schlafen. Um 0 Uhr sieht auch sie... Ach, guck mal, da war hier... Liebe. Wir machen Liebe. Ach, stimmt. Ich muss ja dann hier... Jetzt regnet's. Ich muss ja auch hier einen Dings einbauen, ne? Temperatur, Kühlung. So, da müssen wir jetzt überlegen, wie wir das machen. Oh, da sollten wir vielleicht... Sollten wir den Gang damit heizen? Macht ja Sinn. Wir machen die mal dahin. Da müssen wir gucken, ob wir vielleicht dann hier das Ding deinstallieren. Weil sonst wird es hier zu warm drin. Weiß nicht, was die so abstrahlen, die Teile. Müssen wir mal gucken. Vielleicht sollte ich den Hunden sagen, dass sie das Zeug hier holen sollen. Wie müsste ich das machen? Machen die das überhaupt? Gehen die überhaupt so weit?
Gehen, würden die jetzt dahin gehen? Oder muss das verbunden sein? Man weiß es nicht. Gehen die jetzt dahin und holen es? Wir werden es testen. Wohin gehen meine Leute? Ist das Heimatgebiet hier? Ja, okay. Das ist jetzt auch Blödsinn. Gucken wir mal, ob die Hunde da irgendwann hingehen und das holen. Bin gespannt. Sam geht schon wieder jagen. Koro, macht jetzt sauber oder was? Machst du jetzt endlich mal sauber oder was machst du jetzt? So, warte mal, hier. Minus. Minus 19. Strom ist drauf. Und hier muss eine Tür rein. Eieiei. Eieiei. Strukturen, Tür, Autotür. Autotür aus Granit. Zack. Konsti. Bearbeitet dran, alles klar. Das ist gerade nämlich Sisyphus hier. Da wird's kalt, da wird's warm. Das ist ja kompletter Bullshit. So, hier, das wurde schon abgebaut. Sag mal, Koro, wo bist du? Was tust du denn? Machst du jetzt mal sauber? Schon ein Hund hier? Da! Sehr gut. Die Hunde holen den Stahl, das ist gut. Hoppy macht hier weiter. Unserem neuen Lager. So, dann können wir hier schon auch sagen, Boden glätten. Ja, machen wir gleich, wenn der Raum fertig ist. Muss ja noch ein bisschen. Koro macht endlich sauber. Sag mal, Konsti, kannst du bitte die Tür hier fertig machen? Was hast du denn jetzt gemacht? Man weiß es nicht. So viel Arbeit. Leute, die Folge ist auch zu Ende, merke ich gerade. Ja, okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, ein paar Sachen haben wir jetzt durchgebracht. Es wird jetzt besser mit den Hunden werden irgendwann. Und dann schauen wir weiter, ob ich hier wieder eine Scheiße gebaut habe oder ob das super war mit unserem neuen üppigen Mahlzeitenlager. Wir schauen mal. Ich sage jetzt erstmal tschüss, macht es gut, bis zum nächsten Mal hier bei RimWorld. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Leute.